So Leute, willkommen zu diesem Part von Let's Play Pure Plus Kinemats. Das erste Mal sind wir in einem anderen Planeten, ja, namens Ortex, gelandet und ja, überbauen uns hier nun und ja, wir sind jetzt hier gerade in einer Job-AG. Bist du gekommen, um Aufträge zu erfüllen? Ja klar. Okay, dieser Part wird wohl eher ein kleiner Filler-Part, weil wir hier ein bisschen herumarbeiten. Ja, brauche Medizin. Warte. Ich habe nicht gelesen. Liegt im Krankenhaus. Nichts. Ach. Zum Krankenhaus, wir sind da. Hallo. Ja, Defensivboost. Das braucht irgendwie eher Choro, kann das sein? Ja. Moment. Okay, ich dachte, er hat jetzt die Kyubi-Klinge immer noch. Naja. Ach, ich kratze mir irgendwie jetzt immer. Lässt irgendwie jetzt noch ein bisschen ständig auf dem Kopf. Ich habe wohl zu lang Pyro fürs Kingdom Hearts gezockt. Ah, im Moment, der 12. Part hier. Ah, steht im Weg. Ja. Suche wiederherstellen beim Buch. Ja. Nichts. Ich sollte aufhören, mit dem anderen zu reden. Wir werden ihn nur im Friedhof treffen. Ja, okay, ich werde dann die nächsten Aufträge wieder vorlesen, weil ihr irgendwie versteht jetzt im Moment gar nichts. Naja, hier sind wieder geile Texte, wie hier zum Beispiel am Mogri Jackson. Man hat viel um mich geweint. Sieht man. Rip Pyroflo Adventure Episode 3. Pyroflo hat immer so eine geile Animation gemacht. Und hatte eben so eine Animation davon gemacht. Und Episode 3 kam nie raus. Rip Kenny von South Park. Zu vermieten. Rip Elvis Presley. Haha, kleiner Scherz, Elvis lebt. Hier liegt Hans-Peter Staubsaugervertreter. Oh mein Gott. Okay, wer bist du? Ich habe Gerüchte gehört, dass hier nachts Geister spuken. Vom Wegen. Hast du meinen Auftrag angenommen? Ja, weißt du, was Sache ist. Also bring mir bitte mal einen Wiederhersteller. Bruder, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Vielen Dank, hier ist eine Belohnung. Und dann ein Taler. Und dann noch eins, das ist einfach so geil. Ah, jetzt wo wir schon mal wieder genug Taler haben, können wir uns endlich noch die Magierrüstung kaufen. Willkommen! Ich bin der Magier. Kann ich irgendwie helfen? Was vergisst du? Magierrüstung. Eisra-Schriftrolle. Damit können wir jetzt noch die Gegner einfrieren. Laut den Informationen von diesem von dem Item. Gut, dann machen wir noch die dritte Mission. Bis gekommen, ja. Buch abhanden. Uns ist bei der Bücherei ein Buch abhanden gekommen. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich und finden Sie es. Mogri. Es gibt nur Missionen von Mogris, aber falls ihr das jetzt gerade denkt, nein, ist es nicht so. Es gibt noch spezielle Missionen, die wirklich episch sind. Naja, ein Buch ist abhanden gekommen. Wir können schon mal jetzt suchen. Wo ist es? Aha. Da war doch die Tonne vorhin offen. Du hast ein Buch in der Tonne gefunden. Eigentlich gehört es dahin. Ja, meine Rede. Es sei denn, hier wurde ein Manga verloren. Da will ich es behalten. Den Gang runter findest du im Leseraum. Ich hasse Lesen. Ah, ja. Das ist gerade irgendwie gerade perfekt. Hier in der Bücherei sollen wir nochmal kurz etwas achten, weil da gibt es eine wichtige Information. Der Weg durch den ewigen Reichtum. Gut, wo ist mein Papier?
Da ist es. Wie gerade unnötig, dass ich jetzt aufstehen muss. Naja, okay. Müsst ihr euch das auch aufschreiben, also... rechts... hoch... hoch... links... hoch... links... runter... links... hoch... gut, das war's. Papier, Sitz. Ah, Sie haben das Buch gefunden. Hier ist Ihre Belohnung. Schöner Stein. Den kann man gut verkaufen. Was? Hier gibt es nur ein... hier gibt es nur ein Thema. Bücher. 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 Ah! Aufhört. Nee, 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 nee. Es gibt brandneue Aufträge, sieht ihr an, ja. Das ist jetzt unsere Belohnung. Klar. Suche Donnerstein. Ich wurde ausgeraubt. Brauche Fisch. Erstmal den Donnerstein. Donnerstein, ja. Okay, in der Kneipe müssen wir. Sniper. Okay, hier können wir auch so. Ich kann fliegen. Ah ja, betrunkene Muggis sagen nicht Kupo, sondern Mühe. Das ist irgendetwas von einem Scheißhaufen. Na toll, ich wurde ausgeraubt. Ah, it's a me, Mogrio. Die berühmte Mogrier-Taverne. Schöne Atmosphäre hier. Ich bin Gelegenheitstrinker, Kupo. Ja, ja, ja. Setz dich hin, nimm dir einen Keks. Machst du es schön bequem. Nicht! Uhaha, ich bin so genial. Und du wolltest mir glauben. Ich habe aus Versehen mein Getränk umgeworfen. Oder etwa mit Absicht. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du meinen Auftrag genommen, wenn ja? Danke. Frostdiamant, geil. Okay, wer bist du? Hallo, Kupo. Dir auch einen Schwultag. Warum habe ich nichts mit... ach, vergiss. Ich habe irgendwie euch überhaupt nichts erzählen. Ja klar, jetzt, ich wurde ausgeraubt. Tja, falls euch gerade noch erinnert, in der Taverne wurde doch jemand ausgeraubt. Und den suchen wir jetzt auf. Da immerhin muss ich nicht mehr auf den Pen-Modus achten. Aber ich muss mir trotzdem noch im Kopf kratzen. Obwohl ich gestern geduscht habe. Storwin, bin ich bekloppt, findet ihr nicht? Du, das ist kaum richtig. Na toll, ich wurde ausgeraubt. Aber hey, du hast meinen Auftrag angenommen. Kannst du denn nehmen, muss der Dieb sein, der mir mein Geld gestohlen hat? Mit der will ich reden, Mann. Ah, es tut mir leid, aber wir verkaufen unser Alkohol nicht an... Alkohol nur an Mogris ab 16. Ihr seid scheinbar weder noch. Wir sehen keine kleinen Kinder mehr. Und überhaupt, Choro ist 16. Ich bin 16. Pyroflo ist 16. Tomke, weiß ich nicht. Okay, irgendwo muss der Dieb sein. Wo ist er eigentlich? Bist du's? Ja, ich bin der Dieb. Der das Geld. Aber das Geld gebe ich dir nicht so leicht. Wir kämpfen gegen Mogri. Mit dieser coolen Mucke. Haltest du überhaupt den PS? Was, das scheint wohl sein Schwachpunkt zu sein. Ah nein, in der Rolle.
verbrennen! Nein, Moment, für so einen Kampf muss ich mich nicht überpowern. Aber hier können wir eigentlich auch gerade unsere Stärke testen. Wir sind auch richtig stark geworden. Na gut, ist mir doch egal. Geldbeutel erhalten. Bring ihn schnell zum Mogri. Welch Mogri? Ist das dein Geld? Moment. Nein, nicht! Nein, nicht die Caps Lock Taste! Ja, ich teile 50%. Ein Taler. Warte. In dem Beutel waren nur 5 Taler? Eigentlich sogar nur 2. Da habe ich mich wohl verrechnet. Zu rund, Mathe. War doch nie eine gute Lösung. Nee! Fick dich. Okay, das ist langweilig. Ja, brauche Fisch. Ich brauche Fisch. Ich habe Hunger. Und Schnarsna soll doch Panoramas von Didi Schnupf stehlen. Ist aber noch nicht zurück. In den Treffen in der Nähe der eisigen Lagerhalle. Heringway, wer sich an den Let's Player erinnert. Ach, den hat man in diesem Spiel eigentlich auch eingebaut. Ich wette, wenn Heringway dieses Spiel erpähen würde, wäre er bestimmt überrascht. Nanu, du hast wohl meinen Auftrag angenommen. Hey bitte, hey bitte. Wer oder was bist du? Ich bin Heringway und bin hungrig. Darum ging es im Auftrag. Ich habe Schnarsna schon aufgetragen, Bananoramas von Didi Schnurz zu klauen. Aber sie ist noch nicht zurückgekehrt. Also bitte ich euch, mir was zu essen zu bringen. Vorzugsweise Fisch. Kommen wieder, wenn ihr welche habt. Wo finden wir Fisch? Das ist doch ganz einfach. Wo verkauft man Fisch? In einem Itemladen. Es kann doch eigentlich auch ein Supermarkt sein. So, da seht ihr Fisch. Hier ist Fisch. Ich könnte ihn mitnehmen. Da kostet sie aber 9 Taler. Nö. Ach komm. Na, wir kriegen so eine ganze Kiste. Ach, wer spielt bloß den Gepäckträger? Toro. Ah, nicht mich, Mann. Oh, Fisch, vielen Dank. Das war echt schnupsig von dir. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für euch. 10 Taler. Fick dich. Mann, wieso porte ich mich nicht so automatisch zur Job AG? Das wäre doch geil. Wäre das so wie bei einer Mission in Darkon. Naja. Es gibt brandneue Aufträge. Und der stinkt. Hahaha. Klar, okay. Diesmal so. Ja. Suche Pyrokristall. Gut, habe ich eigentlich schon Pyrokristall? Nein. Aber wir können uns welche machen. Ja, jetzt wird der Erzladen da unten, also in der Mitte, wirklich wichtig. Ach, fick dich, Mogri. Wichtig. Ja. Gut. Okay, Pyro, erstmal brauchen wir Pyro-Diamanten. Pyro-Diamant. Was fehlt mir eigentlich? Ich brauche erstmal wieder 2 Pyro-Steine. Okay, da brauchen wir einen Pyro-Stein mit 2 Splittern. Gut, dann wieder Pyro-Diamant. Und dann den Pyro-Kristall. Gut. Damit haben wir es auch durch. Jetzt zur Kneipe. Weil wir hatten den Typ vorhin einen Donnerstein gegeben. Jetzt möchte er einen Pyrokristall.
Ja. 5 Führersteine und ein Donnerdiamant. Danke. Wieso hast du das nicht selber gemacht? Du hast mir 5 Pyrosteine gegeben. Er hätte mit 4 Pyrosteinen zwei Pyro-Diamanten gemacht und danach ein Pyro-Kristall. Ach, typisch Mokris, die sind ja alle faul. Unfähig auch. Immerhin haben wir die Mission jetzt auch durch und setzen nun mit deiner weiteren Mission fort. Und zwar... finde den Postboten. Unser Lieferpostbote ist nicht zurückgekehrt. Komm zur Poststelle und dann hol dir die genauen Infos. Naja, eigentlich weiß ich, wo er ist, aber egal. Wir werden trotzdem mal zu der Poststelle hier. Du hast den Job angenommen? Gut, denn unser Lieferbote ist verschollen. Er sollte eigentlich zur Quelle im Norden von Optex. Hat er sich wohl verlaufen? Bitte finde ihn. Ja. Jetzt wo wir... Ich erinnere mich. Es ist jetzt gerade wichtig. Wir müssen... Braucht mal kurz Pyroflo in der Waisenform. Denn es gibt eine Schriftrolle, die für euch lebenswichtig ist. Lebenswichtig für eure zukünftigen Kämpfe. Erstmal speichern. Waisenpyroflo. Seht ihr das? Dieser Ring hier kann nur weißen Pyroflo sehen. Und dann teleportiere ich mich hier. Gut, ich möchte jetzt schließlich noch da rein. Und in der Truhe ist eine Stoppschriftrolle. Aber ihr dürft sie jetzt nicht Pyroflo geben, weil er ist in der weißen Form. Naja, wo wir gerade dort sind. Ja. Er ist dort in diesem Loch da. Oh ja, ja, ich weiß, welcher Lieferbote das ist. Auch eine witzige Anspielung von dem Mario Fan RPG. Es ist Parakari, der unwichtige Mitspieler. Ja, erstmal die ganze Kiste hier klauen. So. Parakari, ich mache hier eine Pause. Ich bin ein Lieferbote. Lass mich raten, mein Boss sucht nach mir. War ja klar, da muss ich wohl los. Ah, nicht die Caps Lock-Taste. Okay, meine ist ja weg. Gehen jetzt nur zurück zur Mogri-Markt und holen uns unsere alte Form wieder, damit ich die Schriftrolle ausrüsten kann. No. Ja, ich bin so langweilig. Naja, gut, mit der Rolle. Denn diese Stoppschriftrolle kann euren Gegner entweder seine Geschwindigkeit langsam machen oder haltet, versteinert die. Das heißt, er ist bewegungsunfähig. Hat aber auch ein bestimmtes Limit. So, und jetzt kommt wieder einer meiner Lieblingsmissionen an die Leute, die sich mein Beta-Test-Video gesehen haben. Denn unsere Mission ist es... Ah, Moment. Mach mal, ich muss erst zum Posten. Gut, vergesst es noch. Ich werde das nach dieser Mission wieder weitersprechen. Ist ja da, vielen Dank. Naja, wir brauchen ja Postkarten. Was würde ich noch nicht, was ich mit einer Postkarte anfange? Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Gut. Gut. Hilfe in Ehre. Ich sagte im Restaurant, dass der Fisch mir nicht schmeckt. Und plötzlich ist da dieser irre Typ und beschimpft mich. Hilfe! Ja. Jetzt wieder zurück zu meinem Beta-Test-Video. Denn der Irre ist ein bestimmter Mensch, den ihr in einer Fischstäbchen-Werbung kennt. Von denen ich damals überhaupt noch nie was gehört habe. Naja, ich habe auch meine Gründe. Ich wohne in der Schweiz. Da kannte ich überhaupt nicht mal diesen Captain Iglo. Na, warte. Wie kannst du sagen, meinen Fisch nicht zu mögen? Jeder sollte Captain Iglos Fisch mögen. Wer es nicht tut, wird bestraft. Es gibt verschiedene Geschmäcker. Ich mag auch keinen Fisch.
Was? Naja, aber die Iglo-Schlemmerfilets sind ganz lecker. Aber davon mal ganz abgesehen, lass den Mogri in Ruhe. Oh, ich sollte hier weggehen. So, du willst es also wagen, dich mit Captain Iglo zu messen? Ei, ei, ich werde dein Schiff zum Kentern bringen. Hier können wir jetzt gerade mal perfekt ausnutzen. Stopp. Trickbetrug. Und ein Pizzastürmer. Befehlt. So, sein Skill war eigentlich Angeln. Da-da-dam. Mann! So, hör auf. Lern mal, dich nicht zu verwirren. Ha! Choro! Komm, jetzt kann ich auch ganz gezielt angreifen. Choro ist jetzt irgendwie wieder komplett overpowered. Oh, Tonka hatte Schwein gehabt. Nein! Er ist nicht mehr verwirrt. Naja, es bleibt er stehen und er kann sich nicht bewegen. Verbrennen kann ich jetzt irgendwie auch nicht, keine Ahnung wieso. Angriff! Mann, stirb endlich! Schon. Dann geht doch. Na gut, diesmal habt ihr gewonnen. Esst immer brav euren Fisch und euch wird nichts passieren. Na, fick dich. Vielen Dank, Kubo. Mein Bruder betreibt den Ringladen. Feuerer, ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Eine Eisrakette. Gut, perfekt. Ich sehe gerade auf die Zeit, dass ich schon lange aufnehme. Naja, aber egal, ich möchte noch schauen, ob es noch weitere Missionen gibt. Das wird ja schließlich ein spezieller Part, also ein Job-AG-Part. Pyrodiamant, geil. Das war alle Aufträge. Ah, gut, das war's sogar. Okay, wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr es einen Daumen oben geben, es einen Favorit legen und wenn ihr freut seid, dann auch ein Abo hinterlassen. Ihr könnt mir ruhig in den Kommentaren schreiben, was ihr von den ganzen Missionen da haltet. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Part. Ciao!